Hallo liebe Schachfreunde, ich möchte heute eine Partie zeigen von Anatoly Banik. Er ist am 19. Januar 2013 verstorben und hätte man mich vorher gefragt, wer Anatoly Banik war oder ist, dann hätte ich wahrscheinlich nur mit den Schultern gezuckt, keine Ahnung gehabt. Und erst nachdem das ein bisschen durch die russische Presse ging und auch die ukrainische Presse, da habe ich mir mal Gedanken gemacht und einfach mal geschaut, wer war denn dieser Anatoly Banik überhaupt? Und habe mir seine Schachpartien angeschaut. Und zu meiner Überraschung musste ich feststellen, dass er schachlich doch ein bisschen mehr geleistet hat, als ich dachte. Also mich wundert es, dass ich diesen Namen bisher noch nicht gehört habe oder beziehungsweise in Schachbüchern vielleicht überlesen habe. 1921 auf die Welt gekommen, hat er natürlich ziemlich viel mitgemacht und zu seinen herausragenden Ergebnissen gehört, zum Beispiel, dass er 1945, 1946, 1951, 1955 und 1964 die ukrainische Meisterschaft gewonnen hat. Und bei der russischen Meisterschaft kam er 7-mal ins Finale. Die Liste seiner Gegnerschaft, die liest sich wirklich wie das Who und Who der damaligen Zeit. Wirklich Top-Spieler. Und es ist nicht nur so, dass er gegen diese Spieler gespielt hat, nein, er hat sie sogar besiegt. Schachspieler wie Thal, Petrosian, Spassky, Kortschnoystein, Bronstein, Flohr und viele andere Spieler hat er vernichtend geschlagen. Es ist interessant, dass gerade dieser Spieler, der so viel erreicht hat, für mich bisher ein relativ unbekannter war. Vielleicht lag es aber auch daran, dass er nie außerhalb der UdSSR Schach gespielt hat. Den letzten Zeitabschnitt seines Lebens hat er in Deutschland gelebt und jetzt kommen wir aber auch schon zu dieser Schachpartie, die ich zeigen möchte. Er hat sie bei der ukrainischen Meisterschaft 1951 gegen Boris Katalymov gespielt. Er hatte die weißen Steine und es ging los mit dem Zug E2, E4. C7, C5, Springer auf F3, Springer auf C6, eine sizilianische Eröffnung haben wir hier auf dem Brett. D4, C schlägt D4, Springer schlägt D4. G6, alles noch Theorie und wir sehen auch hier schon, Schwarz spielt den beschleunigten Drachen, Springer auf C3, Läufer auf G7, Läufer auf E3, alles Theorie und nun Springer auf F6. Läufer auf E2. Der theoretische Hauptzug ist Läufer auf C4 und das unterbindet den Bauernvorstoß nach D5. Also D7, D5 soll damit unterbunden werden. Das ist ein Teil dieses Zuges, das er macht. Und das ist eine Grundidee im beschleunigten Drachen für Schwarz, dass er diesen Zug direkt ausführen möchte. Aber in der Partie folgte Läufer auf E2. Und jetzt rochierte Schwarz und Weiß tat es ihm gleich und rochierte auch. Und eine Idee wäre es vielleicht, hier wirklich den Springer auf das Feld B3 zu ziehen und den Vorstoß des Bauern von D7 auf D5 zu verhindern. Es könnte beispielsweise weitergehen mit D7, D6 und wir haben hier einen klassischen beschleunigten Drachen auf dem Brett und die Chancen sollten ungefähr gleich sein. Aber in der Partie, da zog Banik es vor, die Rochade zu ziehen und nun natürlich, wenn es denn möglich ist, dann spielt Schwarz das auch D7 auf D5. Und Schwarz hat damit wirklich seine Hauptidee des beschleunigten Drachen verwirklicht. Und vielleicht sollte ich hier noch kurz erwähnen, was ist denn überhaupt da die Idee hinter diesem Zug D7, D5? Nun, es ist so, da steht ja so ein wunderschöner Läufer auf G7. Und dieser Läufer auf G7, der beherrscht das Brett in dem Moment, wenn hier im Zentrum alles geklärt ist, frei ist. Dann hat er direkte Sicht auf das Feld B2. Und gleichzeitig kann hier ein Angriff erfolgen, beziehungsweise über A7, A6 und dann B7, B5 ein Angriff folgen auf dem Damenflügel. Das ist so ein Plan. Und die Türme werden natürlich noch auf die B-Linie beziehungsweise C-Linie gezogen. Also das ist der Plan, dass man hier im Prinzip am Damenflügel radikal nach vorne prescht und angreift. Das ist die Idee und das kann Schwarz natürlich nur dann verwirklichen, wenn das Zentrum geklärt ist. Und mit dem Zug D7, D5 kommt die Klärung des Zentrums sofort auf den Tisch. E schlägt D5 wurde gezogen und jetzt Springer auf B4. Den Bauern auf D5, den muss Weiß natürlich wieder
hergeben, den kann er nicht weiter decken. Und ich möchte noch sagen, dass vielleicht das direkte Nehmen Springer schlägt D5 auch nicht schlecht war. Es würde vielleicht zu einer, na, wie soll ich sagen, einer flachen Stellung kommen, in der ziemlich viele Figuren abgetauscht werden, aber ich glaube, beide Seiten haben noch genug Chancen, den vollen Punkt einzufahren. Aber, wie gesagt, es folgte Springer auf B4 und die Dame ging auf das Feld D2. Eine weitere Möglichkeit wäre gewesen, den Bauern auf D6 zu ziehen. Natürlich, wenn man diesen Bauern sowieso wieder hergeben muss, dann kann man das ja auch irgendwie vielleicht nutzen. Aber hier würde die Dame wahrscheinlich einfach den Bauern nehmen. Das ist auch übrigens Theorie. Dann folgt Springer C auf B5. Das greift die Dame direkt an. Aber die Dame hat ein Rückzugsfeld und zwar Dame auf B8. Und diesem Zug, dem gibt die Theorie ein Ausrufezeichen. Und das sieht zwar komisch aus, die Dame da hinten drin so ganz, ganz, ich sag mal, überhaupt nicht im Spiel. Aber die Dame steht hier völlig sicher, kann jederzeit wieder in die Partie eingreifen und hat einen schönen Blick in Richtung König. Also hier braucht sich Schwarz keine Gedanken machen. Ich würde die Stellung als ausgeglichen bezeichnen, aber das wollte Weiß nicht. Weiß hatte hier eine andere Idee, und zwar den Damenzug nach D2. Und das ist natürlich ganz reines Schach. Die Dame geht nicht nur auf das Feld D2, um in Richtung Königsflügel zu wirken. Nein, dieser Zug, der verbindet auch noch die beiden Türme. Und das ist ja sehr, sehr wichtig im Schach, dass wir unsere Figuren entwickeln, unseren König sicherstellen und anschließend den beiden Türmen ein schönes Zusammenspiel garantieren. Und das ist, wie gesagt, Dame auf D2 ein sehr, sehr sinnvoller Zug. Weiter ging es mit Springer B schlägt D5. Jetzt wird der Bauer auch genommen. Springer schlägt D5 und der Springer nimmt zurück. Und an dieser Stelle spielte Banik den Läufer nach H6. Das ist in Ordnung, vollkommen in Ordnung. Etwas präziser wäre es vielleicht gewesen, den Läufer auf G5 zu ziehen. Das würde die Spannung auf dem Brett aufrechterhalten. Dieser Läuferzug nach H6, der ist dann schon sehr, sehr entscheidend. Und Schwarz macht das einzig Richtige. Er nimmt diesen Läufer direkt raus und Dame nimmt zurück. Und jetzt hat Schwarz die Möglichkeit, weiter ins Spiel zu kommen. Wir sehen, dass dieser Springer auf D4 plötzlich ungedeckt ist. Und das macht sich Schwarz natürlich gleich zunutze und er spielt die Dame auf B6. Das greift zum einen den Springer auf D4 an, als auch den Bauern auf B2. Und die weiße Dame, die sieht dann doch schon ein bisschen sehr, sehr verlegen aus, wie sie hier am Königsflügel steht. Aber das Ganze, das kann sich noch ein bisschen ändern. Ich denke mal, die Dame steht auf Angriff, aber zum Angreifen, da fehlt der Dame einfach noch die Figur. Und nebenbei bemerkt, wie gesagt, sind zum einen der Bauer angegriffen, als auch der Springer. Und da muss jetzt Weiß direkt reagieren. Und Weiß hat sich nach langem Überlegen für den Zug Turm FD1 entschieden. Und an dieser Stelle möchte ich anmerken, zu der Zeit 1951, als diese Partie gespielt wurde, da war diese Stellung schon bekannt. Und einige Meister zogen es hier vor, den Springer ganz einfach auf das Feld B3 zurückzuziehen. Das nimmt den Springer aus der Schusslinie und deckt das Feld B2 ab. Der Bauernverlust ist damit abgewendet. Aber Weiß will natürlich ein bisschen mehr haben. Schwarz sollte hier marginal besser stehen. Wie gesagt, Banik zog es vor, den Turm F nach D1 zu ziehen. Und Schwarz ließ sich auch nicht lange bitten und nahm diesen Bauern auf B2 raus. Jetzt kennt man natürlich diese Einschläge mit der Dame oder mit einem Turm auf B2. Das sind meistens diese vergifteten Bauern und auch in diesem Fall ist dieser Bauer halb vergiftet, will ich es mal einfach sagen. Also man kann diesen Bauern ruhig hergeben, denn die Möglichkeit, ihn zurückzugewinnen, die ist auf jeden Fall vorhanden. Wir sehen, wir könnten hier mit dem Turm einfach auf B1 gehen, die Dame angreifen und mittels Läufer auf F3 hätten wir die Möglichkeit, direkt den Bauern zurückzugewinnen. Also rein theoretisch, natürlich hat Schwarz noch ein paar Züge hier, aber wir sehen die Idee dahinter, wie man den Bauern zurückgewinnt. Das ist eine Standardidee eigentlich. Okay, also die Dame hat den Bauern genommen und nun folgt auch schon Turm AB1 und die Dame geht nach C3. Sehr interessant ist es, wenn beispielsweise die Dame einfach den Bauern noch grapscht auf A2,
das geht bestimmt in Ordnung. Dann würde folgen beispielsweise Turm auf B3 und wir sehen schon eine ganz üble Drohung. Der Turm kann im nächsten Zug vielleicht nach H3, aber Moment, nein, das kann er ja nicht. Da ist natürlich noch ein Läufer, der das Feld abdeckt und diese Sache, die hatte Banik wahrscheinlich schon im Hinterkopf, als er die Varianten durchgerechnet hat. Wir kommen da auch gleich zu. Die Partie, man wird es kaum glauben, ist auch schon bald zu Ende. Aber hier will natürlich Weiß matt setzen und er sieht natürlich die Idee, diesen Turm auf das Feld H3 zu ziehen und ihn stört einfach dieser Läufer auf C8. Der stört gewaltig. Natürlich ist hier auch noch ein Springer, der das Feld decken könnte, das Matt auf H7. Aber wie gesagt, die Ideen, die wachsen hier bereits. Nun gut, sein Gegner hat den Bauern nicht genommen, sondern die Dame auf C3 gespielt. Und jetzt folgt Läufer auf F3. Ganz klar, der Läufer möchte hier diesen Springer eliminieren und damit eine wichtige Verteidigungsfigur des Feldes H7 vernichten. Das ist vielleicht die Idee und gleichzeitig, wie schon vorher bemerkt, möchte er natürlich am Damenflügel auf den Bauern gehen. Und jetzt ist Schwarz natürlich auch schon in die Falle hineingetappt. Er wollte diesen Springer vielleicht retten, aber möchte natürlich auch diesen Bauer auf B7 behalten. Und er zog den Springer zurück auf das Feld B6. Das sieht ganz ordentlich aus. Was soll Weiß denn hier nun tun? Aber die Sache ist sehr, sehr giftig. Weiß schlägt einfach den Bauern auf B7. Und was macht er damit? Zum einen ist er die Verteidigungsfigur durch den Springerzug nach B6 losgeworden. Das heißt, der Springer auf B6, der kann jetzt nicht so einfach das Feld H7 decken. Das geht nicht. Und zum anderen schlägt er nun den Bauern auf B7. Und wenn der Läufer zurücknimmt, was er auch gemacht hat, fehlt die Verteidigungsfigur des Feldes auf H3. Und so erklärt sich auch der nächste Zug von Weiß ganz automatisch Turm auf B3. Ebenfalls möglich wäre es gewesen, den Turm einfach auf D3 zu spielen. Aber in der Partie folgte Turm B3. Und was soll Schwarz gegen die Drohung Turm auf H3 machen? Schwarz entschied sich, die Dame stehen zu lassen und den Turm von A nach C8 zu spielen. Aber das ist ziemlich verloren und bietet keinerlei Chancen mehr. Viel besser wäre es gewesen, die Dame direkt nach C8 zurückzuziehen. Und wenn nun der Turm auf H3 kommt, dann muss die Dame sich wohl oder übel opfern. Die Dame nimmt zurück. Und nach Turm FD8 hat man zumindest noch einige Chancen, die Partie zu remisieren. Also es ist noch nicht ganz vorbei. Aber nach dem Partiezug Turm AC8, da ist das komplett vorbei. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, ganz einfach diesen Turm zu nehmen. Aber dann folgt A schlägt B3 und die Bauernstruktur von Weiß ist wieder in Ordnung und das sollte im Gewinnsinne für Weiß auf jeden Fall besser sein. Aber wie gesagt, der Damenrückzug nach C8, der wäre wichtig gewesen. Hier zog es Schwarz vor, den Turm A nach C8 zu ziehen und nun folgte Turm schlägt C3, der Turm nimmt zurück und Springer auf F5. Eine weitere Figur wird geopfert. G schlägt F5, Dame auf G5 Schach, der König auf H8, was auch sonst. Und jetzt Dame schlägt E7. An dieser Stelle gab Boris Katalymov die Partie auf. Wir schauen uns kurz an, wie es hätte weitergehen können. Nach Dame schlägt E7 zieht der Turm wahrscheinlich zurück zum Beispiel. Und dann folgt einfach Dame schlägt B7 und die Partie ist hoffnungslos verloren für Schwarz. Es gibt auch noch die Möglichkeit für Schwarz vielleicht einfach den F-Turm auf die C-Linie zu bringen, die Turmverdopplung einzuleiten, aber dann kommt ganz gemütlich das Schach, Turm D8, der Turm muss natürlich zurücknehmen, Dame schlägt D8 und König auf G7 und jetzt Dame D4 mit Schach und Turm gewinnen. Also wie gesagt, diese Stellung ist absolut hoffnungslos für Schwarz. Ich denke, diese Partie zeigt eindrucksvoll, wie stark Anatoli Banik war
Und ich kann jedem Schachspieler empfehlen, sich die Partien von ihm anzuschauen. Es sind sehr, sehr viele Perlen dabei, tolle Kombinationen. Und er hat, wie gesagt, gegen Thal gespielt, gegen Petrosian, Spassky, Korchnoi. Und auch gegen Korchnoi gibt es wunderbare Partien, die er zum Sieg geführt hat. Was das Schachtraining betrifft, kann ich die Partien von Anatoli Banik nur empfehlen. Und damit möchte ich dieses Video abschließen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.